Nübel. Guten Abend, Herr Schmidt. Ja, Herr Schmidt, wir möchten heute den Schlag 7 dreschen. Landwirtschaftliche Erträge erwirtschaften setzt Präzision voraus. In Planung, Organisation und Abwicklung. Erfordert leistungsstarke, wirtschaftliche und zuverlässige Erntetechnik. So wird heute Nacht schon allgemein die Bewölkung weniger werden. Zum Teil wird der Himmel sogar klar und die Temperatur. Präzision und Dynamik. Kennzeichen der Deutz-, Fahr-, Mäh- und Dreschtechnik. Wie Sie die überlegene Technik mühelos beherrschen, zeigt Ihnen die Videoinformation Agrotronik. Ausheben und absenken ohne Geschwindigkeitsverlust mit dem neuen Kombihebel. Der Zeitgewinn steckt im Detail. Durchdachte Detaillösung, optimierte Komponenten. Die Großmähdrescher von Deutz-Fahr stellen sich dem Vergleich. Punkt für Punkt, ausgereift und angepasst an unterschiedlichste Erntebedingungen. Vier Typen, leistungsgerecht ausgelegt für alle Anforderungen. Ein überlegenes Angebot. Das Entwicklungsziel, bewährte Konstruktionsprinzipien weiterentwickeln, Leistungsreserven in der Mäh- und Dreschtechnik ausschöpfen. Präzis abgestimmte Systeme greifen nahtlos ineinander. Das Ergebnis bestätigt die Überlegenheit der Schüttlertechnologie in Leistung und Zuverlässigkeit, in Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer, in allen Einsatzverhältnissen. Saubere Mäharbeit und gleichmäßige Zuführung. Voraussetzung für kontinuierlichen Fluss. Das Tandem-Schnitt- und Mähsystem bietet doppelte Sicherheit gegen Verstopfung und Fremdkörper. Der doppelseitige Scherenschnitt reduziert den Kraftaufwand und mit dem Planetenantrieb hat Deutz-Fahr den Bogen raus. Die absolut geradlinige Messerführung minimiert den Verschleiß. Ein Mähwerk, das in langem Lagergetreide so effizient arbeitet wie in kurzem Getreide. Der große Abstand zwischen Mähbalken und Einzugsschnecke verhindert Ausreißen und Verstopfen. In Verbindung mit den Ährenhebern und der stufenlos hydraulisch, auch horizontal verstellbaren Haspel ist die gleichmäßige Beschickung der Dreschorgane unter allen Erntebedingungen gewährleistet. Der große Durchmesser der Einzugsschnecke und ihrer Windungen führt das Getreide in jedem Bestand gleichmäßig zu. Gründliche Kornabscheidung bei wechselnden Druschfrüchten und unterschiedlichen Ernteverhältnissen. Mit dem Hochleistungs-Dreschsystem setzt Deutz-Fahr Zeichen. Dreschorgane mit Abmessungen, die in dieser Klasse ihresgleichen suchen. Trommelbreite bis 1,52 m, Trommeldurchmesser 600 mm. Ausgerüstet mit 8 Schlagleisten entwickelt die Dreschtrommel ihre hohe dynamische Energie bei hoher Schlagfrequenz. Die großdimensionierte Trommel wird vom Dreschkorb in einem Winkel von 119 Grad umschlungen. Eine Dreschkorbfläche von nahezu einem Quadratmeter. Das ist Schlagkraft mit überzeugenden Dimensionen. Die daraus resultierende große Dreschfläche führt zu einem entsprechend langen Dreschweg mit intensivem Austausch. Beste Ergebnisse in jedem Erntegut. Über einen weiten Drehzahlbereich kann die Trommel individuell auf wechselnde Einsatzbedingungen und Druschfrüchte eingestellt. Anpassungsfähig ist auch der Dreschkorb durch die unabhängige Verstellung von Ein- und Auslass. Saubere Entgrannung ohne leistungshemmende Hilfsmittel.
Sollte es trotz des weitgehend verstopfsicheren Dreschwerks einmal zu Verstopfungen kommen, die Korbweitenöffnung befreit das Dreschwerk unmittelbar, ohne Aufwand, ohne lange Standzeit. Das präzis abgestimmte Mähwerk und das großdimensionierte dynamische Dreschsystem verschieben die Leistungsgrenze der Deutz-Fahr-Mähdrescher deutlich nach oben. Ein überlegenes Abscheide- und Reinigungskonzept sorgt dafür, dass auch in dichtem Bestand mit hohem Durchsatz risikolos und verlustarm gefahren werden kann. 5 Schüttlerstufen, die erste als Steilstufe ausgelegt, so wird das Stroh auf die erforderliche Durchflussgeschwindigkeit abgebremst. Auf 6 Hochleistungshordenschüttlern mit einer Durchgangsbreite von 1,52 m wird das Stroh optimal verteilt, aufgelockert und das noch vorhandene Korn vom Stroh getrennt. Ohne Zusatzeinrichtungen werden auch hier beste Ergebnisse erzielt. Für die Reinigung sorgen große Siebflächen mit hohen Hangleitstegen, durchgezogen vom Vorbereitungsboden, Lamellensiebe oben, Rundlochsiebe unten. Unterstützt von den 2 Axialgebläsen, die gleichmäßig intensiv auf die ganze Maschinenbreite wirken, gelangt nur einwandfrei gereinigtes Getreide in den Körnerelevator. Die Überkehrelevatoren sorgen für perfekten Nachdrusch. Dabei wird das Überkehrgut auf den Vorbereitungsboden zurückgeführt. Das bedeutet, keine zusätzliche Belastung von Korb und Schüttlern, keine Beeinträchtigung der Leistungsgrenze. Den Leistungskapazitäten der Mähdrescher entspricht das Korntank-Fassungsvermögen mit einem Inhalt bis zu 6.300 Litern. Die Obenentleerung überragt jede Traktorkabine und jeden Anhänger. Der stufenlose Schwenkbereich ermöglicht die Entleerung in jeder Position. Auch hier Zeitgewinn. Schnellentleerung mit starkem Kornfluss und gleichmäßiges Befüllen ohne lästiges Rangieren. Der Strohhäcksler mit der variablen Breitverteilung kann vom Fahrersitz aus bzw. zugeschaltet werden. Er ist integriert in ein System aus einem Bus. Den Arbeitsplatz mit dem vorbildlichen Bedienungs- und Überwachungskomfort, das Hochleistungs-Mäh-Dreschwerk mit effizienter Kornabscheidung, perfekter Reinigung, mit großdimensionierten Kapazitäten und hochgesteckten Leistungsgrenzen. Die Deutz-Fahr-Mähdrescher. Ein überlegenes Angebot.